Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Videopodcast aus dem Blog. Schön, dass ihr wieder dabei seid und danke, dass ihr mir eure Zeit spendet. Ja, Zeit spenden, ein gutes Thema. Wie viel Zeit spenden wir der Alemannia noch? Also gestern, das war ja wieder ebenfalls nah am Debakel, ne? Das Traditionsduell der Westschlager gegen Rot-Weiß Oberhausen. Leute, ich bin ratlos. Ich weiß nicht, was in der Mannschaft los ist. Ich meine, gegen Preußen Münster, das 4 zu 1, die Heimniederlage, die war auch sehr bitter. Da waren wir auch chancenlos, ne? Preußen Münster, aber gut, eine Drittligamannschaft kann man gegen verlieren. Aber es ist immer die Art und Weise, wie man verliert, ne? Und auch gestern gegen Oberhausen. Man schenkt die 3 Punkte einfach so her und ey, das ist nicht mehr die Alemannia, die wir sehen wollen, die ich kenne, die ihr kennt. Man fragt sich, was ist da los? Wir hatten mal eins eine gute Abwehr gehabt, wenigstens etwas, ne? Der Sturm war ja, oder die Offensive war ja schon immer ja, ein Problem bei uns. Was auch bis heute, würde ich mal sagen, einigermaßen gelöst ist. Vorsichtig ausgedrückt. Aber hey, man kann ja froh sein, wir haben die. Damani hat ja wieder getroffen gestern und auch der Florian Rüther gegen Preußen Münster hat ja auch nochmal getroffen nach langer, langer Zeit. Aber da muss was anderes mehr rauskommen. Ne? Und jetzt ist auf einmal die Abwehr wackelig. Ja, ein Alexander Heinze, dem rutscht auf einmal der Ball übers Bein. Ja, und oder da werden die eigenen Mitspieler der Ball im Rücken angespielt. Ja, und keiner ist da, der da mal auf dem Platz brüllt und sagt: Hey, da kommt ein Ball oder ey, oder irgendwas. Irgend mal eine Emotion zeigt auf dem Platz. Ja. Man sieht ja nichts. Die ärmste Sau ist wirklich momentan unser Torwart. Ja. Der tut und macht, was er nur kann. Ohne ihn wäre das wahrscheinlich gestern auch ein Debakel geworden. Da müssen wir uns nichts vormachen. Wenn man schon dann im Livestream das sieht oder auch im Ticker lesen muss, dass mit der Abwehr Katz-und-Maus gespielt wird seitens der Oberhausener. Ja, dann weiß ich auch nicht weiter. Ne? Was ist in der Mannschaft los? Was geht in deren Köpfen rum? Ist die Ausrede jetzt wirklich zu viele Spiele in der englischen Woche? Ja, zu viele englischen Wochen. Kann das als Ausrede herhalten? Ja, also tut mir leid, ich nicht. Früher hat man immer gesagt, man spielt lieber, als statt man trainiert. Sollte das bei unserer Alemannia ja andersrum sein, dass sie lieber trainieren statt spielen? Ja. Corona hin, Corona her, ausgefallene Spiele, Nachholspiele. Wir haben ein strammes Programm, aber ey, haben andere auch, ja. Und deshalb frage ich mich, woran liegt es? Das Alibi Stefan Vollmerhausen ist weg. Das wissen wir ja. Der Mann hatte ja vom Spielerischen keine Ahnung, von der Taktik keine Ahnung. Menschlich war er auch nicht gut. Konnte man ja in der Pratscha nachlesen, ne, was da geschrieben stand. Ja, und jetzt ist das Alibi weg. Und was ist passiert? Gut, wir haben mit Wegberg gewonnen. Da haben sich alle viel schwer getan. Auch mit knappe 3 zu 2. Wir haben Gladbach gewonnen. Das war sehr schön. 2-1 gewonnen. Aber wir haben auch wieder schön verloren in Wuppertal. Ne? Durch einen Elfmeter. Die Chancen selber nicht genutzt. Wir haben gegen Preußen Münster verloren. Wir haben gestern gegen Oberhausen verloren. Und unterm Strich ist das einfach zu wenig. Ja? Die Qualität unseres Kaders gibt eigentlich viel mehr her als jetzt in Platz 13. Aber die Tabelle lügt nicht. Anscheinend ist die Qualität nicht mehr fähig als Platz 13. Und ich meine, wir kennen ja noch einige Spieler. Wir wissen ja eigentlich, wie gut sie sind oder wie schlecht sie sind. Und ja, da muss man sich fragen, was ist da los? Ne? Der Herr Müller hat gestern zu Recht gesagt, so kann es nicht weitergehen. Ja, das sagen wir aber schon seit Wochen, so kann es nicht weitergehen. Aber es passiert irgendwie wenig. Und jetzt seit 2 Spielen gar nichts mehr. Ja, was ist die Lösung? Ist der Dietmar Bocek und der Chris Andersen vielleicht doch nicht die richtigen Trainer? Sind die der Mannschaft auch nicht gut genug? Oder können die beiden das nicht vermitteln, was ihnen vorschwebt? Ja, ne, also. Da fehlen einem die Worte, um zu erörtern, woran kann es liegen, dass die Mannschaft so spielt, wie sie spielt.
Und da muss ich die Frage stellen, unser neuer Geschäftsführer Martin Bader hat ja gesagt, ein neuer Trainer kommt, wenn, dann im Sommer. Ne? Man macht ja mit den beiden, mit Wozzeck und Andersen erstmal weiter. Ja, aber kann man das überhaupt noch, macht das überhaupt noch Sinn? Oder macht sich eher Sinn, dass doch ein neuer Trainer geholt wird und der sich die Mannschaft angucken kann, vielleicht aus dem einen oder anderen Spieler was rauskitzeln kann? Weil wir wissen alle, es laufen jede Menge Verträge aus, es bleiben nur ganze vier Spieler, die über das, über die Saison noch einen Vertrag haben. Und ja, wenn ihr jetzt Trainer wärt, wen würdet ihr denn behalten aus der Mannschaft? Also mir fielen jetzt da nur ganze vier bis fünf Spieler ein, momentan. Wenn sie alle mal die Qualität zeigen würden, die sie hätten, würde ich sagen, wir behalten sie alle. Denn, wie gesagt, die Qualität von den Spielern reicht eigentlich aus, dass wir nächstes Jahr irgendwo anders in der Tabelle spielen könnten. Deshalb ist es mir unerklärlich, warum einige Spieler so spielen, wie sie spielen, was da los ist, was in den Köpfen losgeht, warum offensichtlich ein Dietmar Wozzeck und Chris Andersen sie nicht erreichen. Ich habe keine Ahnung. Ein neuer Trainer könnte natürlich sich die Leute angucken, wie gesagt, könnte ja, sehen, wie sie spielen und könnte dann entscheiden, ey, ist der Spieler was für nächste Saison oder holen wir neue. Nach heutigen Maßstäben müsste man ja sagen, man holt 20 neue, macht einen großen Umbruch und versucht sein neues Glück, weil so kann es nicht weitergehen. Ne? Also das ist nicht unsere Alemannia, das ist nicht die Alemannia, die wir sehen wollen und ehrlich gesagt, mit so einer Leistung holen wir auch keine Fans zurück, die der Alemannia den Rücken gekehrt haben. Das geht nur mit Begeisterung, das geht nur mit einem anderen Spiel und das müssen die nächstes Jahr zeigen. Und das ist ja auch der Anspruch, mit dem Martin Bader nach hier gekommen ist. Und auch ein neuer Trainer, der kommt, muss diesen Anspruch haben, dass er hier begeisterungsfähigen Fußball zeigt. Ne? Und nicht so ein Mist, den wir jetzt seit zwei Spielen gesehen haben. Ja, ich habe ja am Freitag oder am Donnerstag ja noch gepostet, einen schönen Netzfund. Ne? Das heißt, wenn mein Name irgendwo mal auf einer Jahreshauptversammlung auf einen Bildschirm scrollt, mit allen anderen verstorbenen Mitgliedern, und wenn er dann irgendwann unten rausscrollt, dann bin ich mit dem Verein fertig. Und vorher nicht. Ne? Also ich werde wahrscheinlich auch einer mit der Letzten sein, die dem Verein dem Rücken kehren werden, wenn ich dann irgendwann mal diese Welt verlassen werde. Vorher nicht. Ich werde auch noch weitere, tiefere Täler durchschreiten, wenn es denn sein muss. Ja, ne? So bekloppt bin ich. So bekloppt sind einige von euch ja auch. Wahrscheinlich noch viel mehr bekloppter als ich. Ne? Also ich bin ja jetzt kein Musterfan. Diesen Anspruch möchte ich mir gar nicht anheften. Aber ja, es ist ja wichtig, dass wir ja irgendwie die anderen Fans, die der Alemannia ja schon seit langem oder auch seit kurzem den Rücken zugekehrt haben, dass man die wieder zurückholt. Und mit so einer Leistung, sorry, da wird das eher noch weniger werden. Und ich meine, die Mannschaft kann froh sein, dass wir nicht ins Stadion dürfen. Ne? Weil ich möchte mir gar nicht ausmalen, was das für ein Pfeifkonzert gewesen wäre gegen Münster oder gegen Oberhausen. Oder auch in Wuppertal. Ne? Also, da können die echt froh sein. Und ja, was bleibt uns Fans übrig? Unser Mütchen zu kühlen. Das bleibt dann nur in den diversen Facebook-Gruppen oder in den diversen anderen Social-Media-Gruppen der Alemannia, ja, wo man oder wo sich ja schon einige ordentlich wieder austoben. Und ja, da muss man teilweise an sich halten, dass man da nichts Verkehrtes schreibt. Ne? Weil man möchte ja der Mannschaft ja auch nicht ungerecht gegenübertreten, ne? Aber es fehlt einfach die Argumentation. Ne? Sie hat es selbst in der Hand gehabt, sie hat selbst einen Anspruch gehabt, dass es besser werden muss. Aber ja, es ist nicht besser geworden. Und jetzt hat man eine Woche Zeit. Das nächste Spiel ist nächste Woche dann im neuen Parkstadion bei den kleinen Knappen, bei Schalke 04-2. Und ja, dann ist man wieder gespannt auf eine Reaktion. Ne? Kann die Mannschaft dann? Kann sie nicht? Weil es muss ja irgendwas passieren. Ne? Also so kann es nicht weitergehen. Die Abstiegsplätze sind zwar noch etwas weg.
Und dankenswerterweise sind ja die Vereine, die unten sind, ja weiterhin, sag ich mal, so dumm und verlieren auch schön weiter. Aber da sollte man sich nicht drauf verlassen, ne? Man sieht ja an Oberhausen und am Wuppertal, in der Hinrunde standen die auch ziemlich weit unten, wo man ja schon sich Gedanken machen musste, dass da zwei Traditionsclubs auch weiter verschwinden werden vielleicht. Aber ja, die haben auch gehandelt, neue Trainer und siehe da, Oberhausen hat uns mittlerweile überholt in der Tabelle. Die gucken jetzt schon nach oben. Und die Wuppertaler, ja, noch ein Nachholspiel und dann haben sie uns auch schon ein, ne? Das ist ja in der Hinrunde war das noch unvorstellbar, ne? Dass die uns so schnell einholen könnten. Ja, aber mit unserer biederen Leistung momentan, ja, sind wir kein Gegnerschreck, ne? Und die Tabelle lügt nicht. Wir sind nicht besser als Platz 13 im Augenblick. Und ja, die Qualität der Spieler sagt eigentlich was anderes. Aber woran mag es liegen? Was geht in den Köpfen der Spieler vor? Keine Ahnung. Wir können das wieder nur hier aus der Ferne beurteilen. Ja, wir können nur das wieder beurteilen, was wir lesen, was wir hören, was wir sehen im Livestream. Und das ist halt unterm Strich viel zu wenig. Was bleibt uns übrig? Wir müssen hoffen auf nächste Woche, dass die Mannschaft die Kurve kriegt. Dann ist sie vielleicht ausgeruht. Mal keine englische Woche. Und ja, dann sind wir gespannt, ob wir da was sehen. Oder auch wieder nicht sehen. Jedenfalls im Moment macht es sehr wenig Spaß, Alemannia-Fan zu sein. Und ja, ne, die Waglu und ich in der Reha, wir können uns da immer was anhören von den ganzen anderen Fans. Und ja, da muss man sich immer wieder erklären. Ne? Und ja, auch wenn die Argumente ausgehen, ne, ich habe euch ja eben das Bild gezeigt. Das ist eigentlich das, was ich jetzt immer den Leuten am Kopf schmeißen werde, warum ich weiter Alemannia-Fan bleibe und ja, bis zum Tod und wahrscheinlich darüber hinaus. Naja, schauen wir mal nach vorne, hoffen wir, dass es besser wird. Es muss was passieren, irgendwas wird vermutlich auch passieren werden müssen. In diesem Sinne, lasst nicht den Kopf hängen, Leute. Da müssen wir wieder durch. Wir müssen den Kragen wieder eng um den Hals spannen und die Kappe tief im Gesicht ziehen. Momentan ist wieder Sturm angesagt. Und da müssen wir durchgehen. Durch das weitere kleinere Tal. Kennen wir ja alles. Ist ja nichts Neues für uns. Sind wir gespannt, was uns da nächste Woche erwartet. In diesem Sinne, tschüss, adieu da, totens, macht es gut. Wir sehen uns und wir hören uns. Ciao.